Hallo liebe Leute und willkommen bei Me Improved. Heute will ich einmal erläutern, weshalb ich manchmal, nicht frequent, nicht häufig, aber doch wahrscheinlich regelmäßig, auch in der Vergangenheit, über das wissenschaftliche Arbeiten selbst spreche, über Marketingpraktiken und so weiter. Und der Anlass heute ist eine Häufung von Beispielen. Heute sind es zwei Dinge auf einmal gewesen oder direkt hintereinander, weshalb mir das heute so besonders jetzt aufgefallen ist. Und dann habe ich mal den Impuls genutzt und hier die Webcam angeschmissen. Die eine Sache ist, dass ich heute, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ein Buch über das intermittierende Fasten. Da gibt es als Taschenbuch und als Kindle ist, Moment, ich muss mal kurz gucken. Independently Published. Ist auf jeden Fall ein Buch übers Fasten, sowohl als Taschenbuch als auch Kindle veröffentlicht. Und was sehr auffällig ist, ist, dass das Kindle-Buch unter Staatenwelt Ozeanien, also es geht um intermittierendes Fasten, unter nochmal Ozeanien und unter Lyrik veröffentlicht ist. Und ich habe jetzt in das Buch auch reingeguckt, also so wie das aufgemacht ist. Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie man so Bücher macht. Da sieht man recht schnell, wie das Buch gemacht ist, und darauf will ich eigentlich gar nicht so eingehen. Aber wenn ich zum Beispiel dieses Buch sehe, und ich werde den Namen nicht nennen und so weiter, weil ich durch die die Agenda habe, keine negativen Rezensionen zu veröffentlichen, weil negatives Aufmerksamkeit zu geben heißt, Teil des Problems zu werden, oder negativem. Auch die Beschreibung, das ist alles, also man sieht einfach schon, was dahinter steckt. Das ist nichts weiter als ein Buch, das, ich will nicht sagen höchstwahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit auch unter einem Pseudonym veröffentlicht worden ist. Im Grunde, also weiß der Geier, ob der Inhalt von ihm selbst stammt. Dazu auch gleich die erklärende Anekdote wie soll man sagen, cooler Typ, egal. Jedenfalls ist das eben. Und es gibt eben Leute, die wollen sich eben über das intermittierende Fasten informieren oder generell, also lesen gerne über Themen, also selbst wenn es für die nicht neu ist, und stoßen auf dieses Buch. Und allein aufgrund der Struktur kann man schon erkennen, dass das nichts weiter ist als im Grunde recycelter Inhalt. Gibt es auch in der, in den Blogs über Blogs, war es mal eine Zeit lang Thema, also wie man Inhalte wiederverwertet und so weiter. Da sieht man, dass es auf Technik ankommt, auf Techniken der Aufmerksamkeitsgenerierung und nicht auf, handwerkliche Dinge, um seinen Inhalt besser zu präsentieren. Ein Beispiel, also ich glaube, ich habe das in einem Video mal genannt, es gibt halt so zwei Beispiele. Einmal ungerade Zahlen im Titel, die sind nicht informativ, die helfen nicht, und die dienen nur quasi einen psychologischen Aspekt auszunutzen, um Leute dazu zu verleiten, darauf zu klicken. Eine andere Sache wiederum sind Listen. Also der häufige Gebrauch von Listen beim Online-Lesen scheint sich positiv auf die Lesbarkeit auszuwirken. Das ist auch etwas, was ich mir angewöhnt habe. Einfach weil die Lesbarkeit dadurch besser wird und man dem Medium Bildschirm irgendwie dann auch gerecht werden kann, indem man halt etwas listenartiger schreibt. Und das sind so Beispiele von unethischem Optimieren, was so die Form angeht, und einmal ethischem Optimieren. Also soweit jetzt die Begründung dieser beiden Sachen. Und das andere, was mir aufgekommen ist, ist, da hat mich jemand angeschrieben über da ging es ums Fasten und im Speziellen um das Fasten ohne Trinken auch noch, also quasi nichts, also rein gar nichts zu sich zu nehmen. Und
Ich habe eben gesagt, ich habe davon abgeraten. Also ich sehe bisher keine gute wissenschaftliche Begründung, auch die Flüssigkeit wegzulassen. Und sehe eben große Schwierigkeiten damit, weil Dehydrierung ein besonderer Stressor ist. Also mit dem habe ich mich nicht beschäftigt und konnte nur sagen, okay, soweit mein jetziger Stand ist, ne, trink lieber mal was, wenn du fastest. Das war so meine Aussage. Da kam eben ein Link zurück. Auch den Link werde ich nicht zitieren. Und meine drei Begründungen weiterhin bei meinem, also mich nicht von dem Link zu beeinflussen, sind nämlich folgende: A, der Artikel enthält nicht eine einzige nachvollziehbare Quelle. Oh, was habe ich denn da geschrieben? Der Artikel enthält nicht eine einzige nachvollziehbare Quelle. Außerdem enthält er eine Menge sachlicher Fehler. Okay, die sachlichen Fehler, das ist natürlich, wenn man sich neu informiert, kann man natürlich nicht kennen, aber oder keinen Standpunkt dazu beziehen. Also ne, ich kann da natürlich auch falsch liegen, ich natürlich nicht. Aber ne, die nachvollziehbaren Quellen, die sind ganz wichtig. Wenn die fehlen, dann hat es auf jeden Fall keinen wissenschaftlichen Anspruch. Und muss erstmal nicht schlimm sein, wenn es um einen Erfahrungsbericht geht. Also wenn irgendwer zum Beispiel sagt, ey, seitdem ich dieses Totalfasten mache, irgendwie ein-, zweimal die Woche geht es mir richtig gut. Ich habe vorher normales Fasten ausprobiert, hat bei mir nicht so geklappt. Ne, total legitim. Wenn jemand nicht den Anspruch hat, im Grunde nicht diesen Generalisierungsanspruch zu haben. Und das Dritte, das ist nämlich das Entscheidende jetzt auch für das Video, die Linkstruktur, die Aufmachung und viele andere Eigenschaften, ich wollte da nicht so ins Detail gehen, deuten darauf hin, dass das, was er mir geschickt hat, vor allem der Search Engine Optimierung dient und vor allem der Promotion der eigenen Angebote und vor allem gezielt darauf ausgerichtet ist. Für mich ist das insofern leicht zu erkennen, weil ich mich natürlich eine ganze Weile lang mit Marketingstrategien und so weiter beschäftigt habe. Und eigentlich, also wenn man jetzt, also könnt ihr im Grunde auch auf dem Blog nachvollziehen und auch oft in der Überschriftgebung des Blogs, dass im Grunde sich der Charakter sehr stark verändert hat. Also es gab irgendwann mal so eine Hochzeit, da dachte ich, okay, so macht man das und so weiter. Und habe das erstmal einfach technisch angenommen, habe dann weiter im Grunde überlegt und so weiter. Und dann sieht man, wie es langsam heruntergeht. Und im Grunde, wie soll man sagen, also reißerische Titel nur mit reißerischem Inhalt dann zusammenfallen. Also wenn ich eine starke Aussage mache im Artikel, dann habe ich halt eine starke Überschrift. Und wenn nicht, dann eben überhaupt nicht. Und ich nutze im Grunde dieses Wissen darüber, so eine Art ersten Filter zu machen. Also wenn ich merke, okay, es zielt etwas auf lediglich auf Marketing ab. Und da hatte ich auch einen E-Mail-Wechsel, der mich überrascht hat. Also mit jemandem, der dieses ganze Marketing selber kennt und aber auch selber aus meiner Perspektive Schwierigkeiten hatte, also ethisches und nicht ethisches Marketing voneinander zu unterscheiden, wo ich einen starken Fall gemacht habe. Es ging auch um Paul Check, der offensichtlicherweise Content-Marketing macht, denn er beginnt sein Video damit, okay, ich erzähle euch mal was, aber wenn ihr es nochmal ausführlich lesen wollt, hier ist mein Buch. Allerdings ist jedes Video von ihm, jedes, das ich gesehen habe, kein recycelter Inhalt, kein irgendwas. Es sind immer sehr gut durchdachte Vorlesungen im Wesentlichen mit einem sehr großen Mehrwert. Etwas anderes ist, wenn man zum Beispiel einen Artikel über Productivity schreibt und sagt, okay, hier sind die geilsten Tricks, um deine Produktivität zu steigern, was immer das auch heißt, Produktivität, und da steht, trink genug. Das ist dann das genaue Gegenteil. Und ich meine, die Grenzen sind natürlich dann ein bisschen verwischt, aber es gibt natürlich sehr klare Fälle. Und das Problem ist, oder also das, was ich immer wieder sehe, ist, dass mich Leute anschreiben, nicht unbedingt nur mit einer offenen Frage sagen, ey, was hältst du von der Quelle? Ne, das wäre die eine Sache, aber viele Leute schreiben mich an und sagen, ey, ich widerspreche dir und beziehe mich auf folgende und folgende Quelle. Und das ist einfach eine absolut unseriöse Internetseite. Also wo man sofort sieht, was für ein. Also, was heißt sofort sieht? Also, wo man, wenn man ein bisschen sich mit dem Thema auskennt, sofort sieht, also was die
sachlichen Problem sind, wenn man sich ein bisschen mit dem Marketing auskennt oder mit Marketing ist vielleicht das falsche Wort, mit dem Aufbereiten, also mit den Techniken der Informationsaufbereitung so im Internet, überschneidet sich natürlich sehr stark mit Marketing, erkennt man sofort, dass das einfach keine seriöse Quelle ist und auf die man sich auch auf keinesfalls dann beziehen sollte, weder in seinem persönlichen, also mit seinem persönlichen Verhalten, indem man sagt, okay, ich mache, was die sagen, oder auch das im Grunde als Grundlage für sein eigenes Wissen zu nehmen. Und warum ist das denn eben so wichtig? Oder warum nehme ich das eben auf? Okay, hier natürlich wortwörtlich, aber ich meine, warum ist es Teil des Curriculums in Anführungsstrichen? Das ist so, weil Fitness nicht einfach aus der Luft fällt, sondern für die meisten von uns spielt heutzutage oder für viele natürlich spielt das Internet insbesondere natürlich eine Rolle, aber die Beschäftigung mit, sagen wir mal, allgemeinen Dingen, die so Informationen verpacken, spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. Also woher weiß ich denn, was intermittierendes Fasten ist? Nein, ich habe es von wem gehört. Okay, ich probiere es aus, es klappt. Okay, ich will mich dann weiter einlesen. Und so muss natürlich Theorie und Praxis, ne, sich gegenseitig die Hand geben. Also ich habe zwei Sätze formuliert, die für ein völlig anderes Buch und andere Projekte dann auch relevant sind. Aber ich habe geschrieben, die Anschauung und das Angeschaute sind impotent. Das ist nämlich das, wenn man nur Theorie macht. Ne? Das Angeschaute ohne die Angeschauung ist unverstanden. Und das heißt nicht unbedingt, dass es theoretisches Wissen sein muss. Also das heißt, es nicht in einigen Fällen natürlich schon, aber in vielen Fällen eben kann es auch praktisches Wissen sein, implizites Wissen und ganz viele andere Sachen. Aber die Informationssuche, also das sich beschäftigen mit Dingen, ist in der Moderne, also in unserer Welt, immer wichtiger, weil wir immer mehr dazu gezwungen werden, Dinge zu verstehen. Und wenn man, sagen wir mal, den Informationsfluss in sein Leben nicht gut beherrscht, dann ist das in etwa so, als würde man glauben, dass man sich nur durch McDonald's ernähren kann. Das ist zum Beispiel das, wenn man seine Informationen hauptsächlich über Social Media konsumiert, und ne, der Begriff, der trifft es dann eben, Social Media als Informationsquelle zu benutzen, ist nichts weiter, und zwar absolut nichts weiter, als sich von Fast Food zu ernähren. Und die Argumente sind genau parallel zu denken. Also wenn jemand sagt, ja, aber ich habe doch was Interessantes auf Social Media gefunden, das hätte ich auch so oder so, so nicht gefunden, da kann ich nur sagen, auf einer Pizza ist manchmal auch Gemüse drauf. Man darf aber nicht argumentieren, dass Pizza gesund ist, weil da ein paar Stückchen Gemüse drauf sind. Und so kann ich nur sagen, Social Media ist keine gute Quelle. Das ist eben die Aussage. Es geht nicht darum, dass nicht Informationen auf Social Media gut sein könnten, sondern dass Social Media als Typ von Information, als Typ von Informationskanal überhaupt nichts taugt. Und Leute, die sich eben damit beschäftigen, also Leute, die im Grunde diese Information, also die davon leben müssen, Informationen aufzunehmen, die sind entweder gut oder benutzen Social Media. Also jeder, der ernstzunehmend Informationen verarbeiten will, der benutzt keine Social Media. Das sollte heutzutage angesichts auch der ziemlich eindeutigen Literatur, also eigentlich mittlerweile auch bekannt sein. Also für die Leute, die das eben professionell machen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Buchprojekt, das so quasi als Nebenprojekt auch mitläuft. Das nennt sich Low Information Diet. Die Vergleiche habt ihr jetzt gesehen, also die habe ich jetzt gezogen. Deswegen heißt es eben auch Low Information Diet. Das ist eigentlich auch ein Unterkapitel von Tim Ferriss' 4-Hour Workweek. Und diesen Begriff habe ich dann eben aufgenommen. Ja, also Credits, Anerkennung an ihn. Das ist das falsche Wort, aber naja. Ich habe den Begriff, den kenne ich von ihm. Es gibt noch einen guten Vortrag von einem, ich glaube, von einem Inder ist das, oder Pakistani, Bangladeschi, also sowas, Sri Lanka, irgendwo sowas aus der Richtung müsste er kommen. Information as Food, könnt ihr mal gucken, ich glaube, TED Talk, das sind so die Vergleiche. Und deswegen ist das eben wichtiger,
Bestandteil, also da überschneiden sich so zwei Dinge. Erstens wird es immer, also werden die Leute immer ausgebuffter, natürlich sich eine hübsche Fassade anzueignen, was so durch Marketing und so weiter angeht. Einerseits, auf der anderen Seite, also und das muss man, oder das ist eine sehr nützliche Fähigkeit im Leben, das generell zu durchschauen können, anhand weniger Dinge. Es geht nicht darum, dass man groß jede Quelle analysieren muss, sondern dass man einfach Prinzipien haben kann, die sagt, okay, 90% der Fälle ist diese Quelle, wenn sie diese Dinge, also wenn sie diese Eigenschaft aufweist, unseriös, nicht nützlich und deswegen schmeiße ich sie weg. Ich mache mir keine Mühe, dann also auf die Gefahr hin, dass ich 10% nützliche Dinge dann eben mit rausschmeiße. Also da mache ich mir keinen Kopf drum. Weil das ist nicht die Haltung, mit der man das Informationsalter überlebt oder in dem Informationsalter gut lebt, anstatt zu überleben. Denn wir werden, ne, also wie ich immer sage, also genau bei der Ernährung, früher war die entscheidende Fähigkeit, sich Nahrung zu besorgen. Heute ist die entscheidende Fähigkeit, aus dem Überfluss der Nahrung eine schlaue Auswahl zu treffen. Und so ist es mit dem Informationszeitalter auch. Und deswegen ist die Low Information Diet, also sie gehört nicht zentral zu Me Improved, sie gehört auch nicht thematisch zu 100% zu Me Improved, aber ist eben eine der wichtigen oder der sehr nützlichen, wie soll man sagen, ich vergesse, Hilfswissenschaften. Also man kann, wie in der Geschichte zum Beispiel, also man kann Geschichte betreiben ohne Chronologie und man kann Geschichte betreiben auch ohne Archäologie, aber dann bleiben halt einem gewisse Dinge verschlossen, gewisse Perspektiven verschlossen. Deswegen, anhand des Beispiels, ach so, die Anekdote, ja, das Video wird jetzt, naja, das wird 20 Minuten lang, damit werde ich irgendwie umgehen, ihr kennt das ja schon. Die Anekdote ist nämlich, ich kenne einen, der hat das E-Book produzieren professionalisiert, also der hat Erotikgeschichten genommen, unter vielen Pseudonymen veröffentlicht, natürlich unter weiblichen Pseudonymen. Erst hat er die noch selber selber geschrieben. Später hat er einfach die Texte gekauft. Das geht heutzutage. Da bestellt man einfach einen 3 Seiten Text und der wird von irgendwelchen Leuten dann eben geliefert, die eben das auch sehr günstig machen. Hat die dann, also er sagte, das sei unerträglich viel Arbeit, die ganzen Bücher zu veröffentlichen. Er käme nicht dahinter. Und die Zahlen sind echt krass. Denn er hat, und da ging es noch um also so ein paar Amazon-Richtlinien, die er da, oder die Person eigentlich, ist ja kein R, ausnutzen konnte. Und hat da deutlich über 15.000 Euro erstmal im Monat gemacht. Durch, ich will mal sagen, durch Wegwerf-Content. Ich will nicht sagen, dass die Erotikgeschichten vielleicht nicht auch ihren Zweck erfüllt haben. Also ich finde, wie soll man sagen, also das ist, ich will das nicht weiter bewerten, das ist aber auf jeden Fall auch, war für mich ein sehr interessanter Einblick, wie man so eine Maschinerie anwerfen kann, um eben das System erstmal zu tricksen und deswegen ist es auch für mich so wichtig oder bewerte ich das eben als so wichtige Technik oder Fertigkeit, eben diese Dinge zu verstehen, zu durchschauen, um eben auch den Zielen in seinem Leben gerecht zu werden. Denn wenn man fit werden will, dann braucht man quasi fitte Quellen. Tschüss.